Du willst eine Umfrage, ein Quiz oder ein Bewerbungsformular erstellen? Dann schau dir dieses Video hier genau an, denn im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr solche Sachen und noch viele mehr Sachen mit Google Forms kostenlos erstellen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch schon an. Und zwar müsst ihr dafür zuerst einmal auf diese Website, habe ich euch natürlich in die Videobeschreibung gepackt, und dort öffnen wir jetzt einfach mal Google Formulare. Dort sollte bei euch jetzt hier noch nichts stehen unten, aber das hier oben sollte euch angezeigt werden und dort klickt ihr einfach mal auf das Plus und dann habt ihr hier auch schon ein Formular. Genau, hier könnt ihr dann den Namen eingeben und noch eine kurze Beschreibung. Das habe ich jetzt mal gemacht und hier weiter unten könnt ihr dann auch schon anfangen mit den Fragen. Ich mache jetzt einfach mal eine Frage, wie heißt du? Und da muss ich hier, da man das natürlich nicht irgendwie ankreuzen kann, eine Kurzantwort auswählen. Ich mache das noch als Pflichtfrage und ich kann dann mehrere Sachen hinzufügen, indem ich einfach hier auf Frage hinzufügen gehe. So, jetzt habe ich mal noch eine andere Fragekategorie erstellt und zwar, wie alt bist du? Das müsst ihr unbedingt als Multiple-Choice-Frage machen, denn bei wie alt bist du wird es wahrscheinlich nur eine Antwort geben. So, jetzt habe ich noch eine Frage gemacht, wo man theoretisch mehrere Sachen ankreuzen kann. Da müsst ihr dann einfach anstatt einer Multiple-Choice-Frage dieses Kästchen hier auswählen. Und das hier ist sehr, sehr gut für Bewerbungsformulare. Genau, hier mache ich einfach mal diese Absatzantwort. Dann kann der Beantworter einfach hier mehrere Zeilen tippen. Und ja, wenn ihr das Ganze dann mit anderen teilen wollt, geht ihr einfach hier auf Senden. Und dann geht ihr hier auf Senden über, dann geht ihr auf Link kopieren. Und ich würde euch auf jeden Fall noch empfehlen, die URL zu verkürzen, weil jetzt sieht es noch nicht so nice aus. Deswegen mache ich das einmal kurz. Und genau, jetzt haben wir hier unsere URL und ich füge das einmal ein. Und genau, jetzt haben wir hier auch schon unser komplett einfaches Formular und es funktioniert auf jeden Fall alles, denn wenn ich jetzt hier noch ein zweites ankreuzen will, dann geht es nicht, aber bei Hobbys geht das Ganze. Die Antworten könnt ihr dann einfach einsehen, indem ihr auf Antworten geht. Genau, ich habe jetzt einfach mal selber kurz mein Formular beantwortet und irgendwas hingeschrieben und ihr seht es hier auch schon und da tauchen dann die Antworten auf. Ihr könnt die natürlich auch in der Einzelansicht so ansehen. Und ihr seht hier in dieser Statistik auch, was wie oft angekreuzt wurde. Hier sind es natürlich 100%, weil ich natürlich nur einmal geantwortet habe. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Like und um nichts mehr zu verpassen, ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.